seit Anfang Februar, beziehungsweise seit Anfang Januar, aber seit Anfang Februar bin ich im Kaloriendefizit. Das heißt, ich bin in einer Diät und ich bin schon ein paar Monate lang auf 2000 Kalorien und bisher lief das alles ohne Probleme. Ich habe das durchgehalten, ich habe abgenommen, ich habe zwar auch Kraft beim Training verloren, aber ich habe das erreicht, was ich wollte. Und jetzt bin ich immer noch auf 2000 Kalorien und ich habe so das Gefühl, dass mein Stoffwechsel sich meinem Kalorienkonsum angepasst hat, weil ich jetzt kaum noch abnehme. Es geht nur noch sehr, sehr langsam. Das heißt also, mein Grundkalorienbedarf für den Tag ist nach unten gewandert und ist jetzt ungefähr auf dem gleichen Niveau wie mein Kalorienkonsum, sodass ich nicht mehr so schnell abnehme. Und außerdem habe ich festgestellt, ja, ganz eindeutig, und ich möchte es euch auch sagen, damit ihr mal wisst, dass es nicht so einfach ist, eine Diät zu machen und auch nicht für mich so einfach ist. Klar, bisher ging es durch, ja. Ihr habt alles gesehen, ich habe immer alles so ohne Probleme dargestellt. Aber mittlerweile habe ich echt fast durchgehend Heißhunger auf was Süßes, auf Chips, auf Nachos mit Käse, auf fettige Sachen, auf Döner, auf Süßigkeiten, Schokolade, alles mögliche, ungesunde Pizza, auf das habe ich Bock. Auf das alles habe ich durchgehend Bock. Und woran liegt das? Obwohl ich Refeed Days habe, ja, ich habe Sonntag Refeed Days und ich habe letzten Sonntag ein Refeed Day, hätte ich eigentlich gehabt, aber ich habe mir gesagt, ja, ich mache den Refeed Day einfach Samstag und dafür Sonntag wieder sauber. Und was habe ich gemacht? Ich habe am Freitagabend, war ich schon im Kino, habe mir eine Packung Nachos reingezogen, große, mit doppelt Käse. Und ich dachte mir, ja, das war schon so nach 12 Uhr, das heißt, ich habe es für mich jetzt für Samstag schon gezählt als Cheat, diese Mahlzeit, diese Nachos im Kino. Dann habe ich am Samstag mir ein Ben & Jerry's reingehauen, komplett. Und eine ganze Packung Chips, allein das waren schon 2000 Kalorien. Also mein kompletter Tagesbedarf, nur durch Eis und durch Chips mich reingehauen. Zusätzlich noch die Nachos den Tag davor, nachts beziehungsweise. Dann am Tag nochmal normal gegessen. Und am Sonntag, wo ich ja wieder sauber essen wollte, der Refeed hat nicht gereicht, Leute. Ich hatte immer noch Bock auf was Süßes, auf was Fettiges, auf was Ungesundes. Und ich konnte mich das erste Mal nicht beherrschen und habe ungeplant das erste Mal in der Diät gecheatet. Und zwar kam meine Familie zu Besuch und wir haben Lachsauflauf gemacht mit Sahne und Hackfleischauflauf mit Schafskäse und Kartoffeln. Alles komplett fettig. Und ich habe es gegessen. Und das Ergebnis hat man dann am nächsten Tag gesehen, am Montag. Ich war sofort 0,6 Kilo schwerer nach diesem Cheat-Wochenende. Das heißt, nicht mehr 75,4, sondern 75,8. Dann habe ich mich die Woche entlang jetzt ein bisschen dran gehalten. Immer noch, ich hatte immer noch Hunger. Hier liegt, das Problem ist, ich kriege immer so viel geschenkt. Ich kriege so viel, oh Mann, ey. Und ich schmeiß ja nichts weg. Guckt euch mal an, hier, das schmeckt übertrieben geil. Und jedes Mal, wenn ich hier so vorbeigehe, dann nehme ich mir ein. Und das ist gar nicht mal so, Dings, so gut, weil 4 Stück von diesen kleinen Chips mit Schokolade und Dime haben 130 Kalorien. Und ich habe bestimmt schon heute viel gegessen. Dann habe ich hier noch meinen kompletten Süßigkeitenschrank. Merci, ja, polnische Waffel. XXL, dann habe ich hier Chips, Milky Way, alles voller Gummibärchen und so. Und das Ding ist, ich schmeiß das alles nicht weg, ja. Ich schmeiß kein Essen weg, ich verschenke vieles. Aber das Problem ist, ich habe ja auch eine Familie und ich krieg von denen alles geschenkt. Und zwar Süßigkeiten bis hier. Und ich will das gar nicht. Aber was soll ich machen?
Dann liegt das hier und die wissen, was ich mag. Und früher war es mir scheißegal. Ich sag euch, in der Massephase war es mir sowas von scheißegal. Ich hatte gar keine Lust auf nichts. Ich habe mich so voll gefressen, und zwar mit gesunden Sachen voll gefressen, dass ich keinen Bock mehr hatte zu cheaten. Und jetzt in der Diät, ich esse mich zwar auch satt, ja, aber nicht so satt wie in der Massephase. Und natürlich ist das Fett niedriger, Kohlenhydrate und das Eiweiß, alles ist natürlich niedriger, da die Kalorien auch niedriger sind. Und dann kriegt man einfach Lust. Und das Erste, was der Körper will, in so einer Situation, ist schnell an Kalorien zu kommen. Weil er ja die Energie braucht. Er will nicht auf die Fettreserven zugreifen, weil die braucht er für Notzeiten. Er will auf die Energie zugreifen, die sich im Magen befindet. Und wie kann die Energie am schnellsten in den Magen? Durch Süßigkeiten, durch Fast Food und durch sowas alles Ungesundes, weil dann, und das will der Körper, und das Gehirn steuert den Körper so, dass man eben halt Lust hat auf die ungesunden Sachen, um möglichst schnell an Energie zu kommen. Und diese Signale kann man leider nicht überbrücken. Ich versuche das immer durch Obst. Ich mache mir, vielleicht habt ihr auf Instagram gesehen oder auf Facebook, ich glaube auf Instagram habe ich eine riesen Schüssel Salat, Obstsalat, ja, das war Obstsalat, habe ich gepostet. Und damit versuche ich jetzt meinen Heißhunger zu überbrücken, zu überdecken. Und was stelle ich fest? Danach habe ich immer noch Lust auf was Süßes. Also mein Körper will jetzt richtig die Energie. Er will nicht mehr auf die letzten Fettreserven zugreifen. Das ist zu anstrengend für ihn. Der Körper will sich nicht anstrengen und will die Fettreserven nicht angreifen. Deshalb will er die Energie aus dem Magen. Ja, weil, guckt euch mal an. Ich habe jetzt noch ein bisschen Bauchfett, aber auf dieses letzte Bauchfett will der Körper nicht mehr zugreifen. Denn das ist sehr anstrengend für ihn. Und diese Anstrengung, auf die Fettreserven zuzugreifen, verbraucht dem Körper noch mehr Kalorien und somit hat man noch mehr Lust auf was Süßes, hat man noch mehr Appetit, noch mehr Heißhunger. Ich werde das jetzt noch weiter versuchen, 2000 Kalorien, ja. Kraft kann ich langsam steigern und dann werde ich das noch ein, zwei Monate durchhalten. Ja, guck mal, wie viel von diesen scheiß Fettreserven mein Körper noch angreifen kann. Und dann werde ich euch auf dem Laufenden halten und dann in den sauberen Aufbau gehen. Ja, da habe ich mir schon so viel geplant, ja, so viel geilen, sauberen Aufbau will ich an den Tag legen. Das werdet ihr alles erfahren, wenn ihr regelmäßig meine Videos guckt. Wir sehen uns dann hoffentlich alle im nächsten Video. Haut rein, euer Fitness-Oskar.